So, hallo und willkommen zum Webinar heute Google Consent Mode. Bei mir ist der Dennis Gingele von Google selbst, höchstpersönlich sozusagen. Einen kurzen Überblick, was wir heute machen werden. Wir sind jetzt bei der Begrüßung. Hallo, mein Name ist Jan Winkler, ich bin von Consent Manager. Leite das so ein bisschen hier. Der Dennis wird gleich übernehmen, ein bisschen Einführung machen in Google Consent Mode. Was ist der Consent Mode? Warum braucht man den, etc. Anschließend übernehme ich dann ein bisschen, um euch zu erzählen, wie ihr das technisch umsetzt im Consent Manager, sprich, wie ihr den Consent Mode mit den Consent Manager auf eurer Webseite einbindet und funktional macht. Und am Ende haben wir noch ein paar typische Fragen und Antworten zusammengetragen, die wir dann durchgehen. Das Webinar zeichnen wir auf jetzt gerade. Die Folien und die Aufzeichnungen packen wir auf unsere Webseite. Also einfach consentmanager.de/wissen und dann da gibt es einen Videobereich. Da könnt ihr euch das anschauen. Ansonsten verschicken dann auch nachher nochmal nicht die Zugangsdaten, die Folien und die Links, damit ihr euch das dann nochmal anschauen könnt. Genau, dann ohne weitere Einzelheiten oder ohne weitere, wie sagt man denn? Ohne weiteren Kommentar direkt rüber zu Dennis. Dennis. Ja, super. Mir hat das Wort auch gerade gefehlt, Jan. Also kein Problem. Guten Morgen. Vielen Dank, Jan, für die Einladung und dass ich heute hier sein darf. Wie schon gesagt, mein Name ist Dennis Gingele und ich arbeite seit circa ab 5 Jahren bei Google und bin zurzeit als Strategic Partnership Development Manager im Bereich Ads und Research in London tätig. Circa seit 3 Jahren beschäftige ich mich tiefer mit dem Thema Ads Privacy hier bei Google und seit Ende letzten Jahres arbeite ich mit den CMPs im Rahmen des CMP-Partnerprogramms zusammen. Darunter natürlich auch mit unserem sehr geschätzten Partner Consent Manager. Ich freue mich, heute hier zu sein und da dies mein erstes Webinar, beziehungsweise das erste Mal, dass ich dieses Webinar auf Deutsch halte, entschuldige ich mich schon mal im Voraus, dass vielleicht ein paar Begriffe auf Englisch sein werden. Was ich vorhabe, in den nächsten 10 bis 15 Minuten werde ich euch einen kleinen Überblick zu verschiedenen Themen geben, zum Beispiel über die Veränderungen und Trends im Online-Marketing, die Rolle von Google-Lösungen, um diesen Trends und Veränderungen zu begegnen und die Rolle, die CMPs spielen, um unseren Kunden einen einfacheren Zugang zu Google-Lösungen wie dem Consent Mode zu ermöglichen. Wenn wir zur nächsten Slide gehen, Jan. Dankeschön. Genau. Zunächst einmal müssen wir feststellen, dass wir einen bedeutenden Paradigmenwechsel im Ökosystem der Online-Werbelandschaft erleben, da wir von einem deterministischen zu einem probabilistischen System übergehen. Dies hängt mit dem Ende von Third-Party-Cookies und den allgemeinen Änderungen in Bezug auf den Consent zusammen, auf die wir gleich auch nochmal genauer zurückkommen werden. Konkret bedeutet dies, dass eure Marketing-Teams bereits mit einem Rückgang der beobachtbaren Daten konfrontiert sind oder sein werden. Um die Marketingziele des Remarketings und des Performance-Marketings zu erreichen, werden wir daher zunehmend künstliche Intelligenz einsetzen, um das Beobachtbare zu modellieren und daraus abzuleiten, was nicht mehr beobachtbar ist. Um uns auf diese Veränderungen vorzubereiten, müssen wir uns jedoch auf nachhaltige Measurement-Grundlagen stützen können. Dazu mehr auf der nächsten Folie. Diese nachhaltigen Grundlagen basieren auf der Erhebung von First-Party-Daten, das heißt Daten, die ihr direkt von den Nutzern eurer eigenen Dienste erhoben habt. Und diese Daten sollten nicht nur qualitativ hochwertig sein, sondern vor allem auch der Einwilligung der Nutzer entsprechen. Dies entspricht unserem verantwortungsvollen Ansatz bei der Datenerhebung. Diese Daten werden dann in unsere Lösungen und Modelle einfließen, die auf künstlicher Intelligenz basieren und nicht von Drittanbieter-Cookies, abhängig sind. Das letztendliche Ziel ist es, das Wachstum und die Leistung eurer Marketingstrategien zu unterstützen. Auf der nächsten Folie, nur nochmal als Zusammenfassung, lässt sich sagen, dass die Zukunft auf Consent basiert, auf First-Party-Daten und auf Modellierung. Das ist der Fokus dieses Jahres und auch schon der letzten Jahre bei uns, an dem wir mit euren Marketing-Teams arbeiten. Ich möchte nun etwas ausführlicher auf die Faktoren eingehen, die diesen Paradigmenwechsel ausgelöst haben und wie wir uns darauf vorbereiten. Zunächst einmal haben wir die Erwartungen der Nutzer, die mehr Transparenz und Kontrolle wünschen. Dies wiederum war die Grundlage oder der Anstoß für die Regulierungen, die einen rechtlichen Rahmen für die Art und Weise schaffen, wie Daten gesammelt und verwendet werden. Außerdem ist dies die Grundlage für die Technologieplattformen, die verschiedene Beschränkungen für die traditionelle Art der Datenerfassung eingeführt haben.
Auf der nächsten Folie haben wir vielleicht einen kleinen zeitlichen Überblick, was da so alles passiert ist in letzter Zeit. Beziehungsweise in letzter Zeit ist gut gesagt, weil das Ganze passiert schon seit 20 Jahren. Aus regulatorischer Sicht stehen Transparenz und Kontrolle seitens der Nutzer seit nunmehr 20 Jahren im Mittelpunkt der regulatorischen Bemühungen. Beginnen mit der E-Privacy-Richtlinie und später der DSGVO. Diese Vorschriften haben auch in den anderen Teilen der Welt Nachahmer gefunden. In der Fortsetzung dieser Regulierungen hatten wir im letzten Jahr den Digital Services Act und in diesem Jahr den Digital Market Act, der sechs großen digitale Unternehmen neue Verpflichtungen auferlegt, insbesondere in Bezug auf die Einwilligung bzw. dem Consent. In diesem Zusammenhang hat Google einen proaktiven Ansatz gewählt und eine neue Richtlinie namens European Union User Consent Policy eingeführt. Den Begriff werde ich heute noch häufiger verwenden, ist ein kleiner Zungenbrecher. Bezüglich dieser Google Policy gibt es eine ganze Reihe von Produkten und Maßnahmen, die wir vorschlagen und empfehlen, um diese Richtlinie einzuhalten. Aus technologischer Sicht werden die kommenden Monate ebenfalls entscheidend sein. Chrome hat angekündigt, die Unterstützung von Third-Party-Cookies bis Anfang 2025 einzustellen. Aber das wäre nochmal ein Thema für ein weiteres Webinar. Wenn wir auf die nächste Folie gehen. Dankeschön. Wollte ich einfach nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass einige der Produktentwicklungen, die ich jetzt auch gleich in den nächsten Folien zeigen werde, so schnell wie möglich umgesetzt werden sollten, um einige Funktionen des Remarketings und der Personalisierung weiterhin zu gewährleisten. Dazu auf der nächsten Folie mal ein kleiner Überblick über die vier wichtigsten Maßnahmen, die man so schnell wie möglich ergreifen sollte. Also als erstes sollte man sicherstellen, dass man die Einwilligung bzw. den Consent des Nutzers einholt. Dies ist der Ausgangspunkt und daher sollte man sicherstellen, dass die Einwilligung des Nutzers gemäß den gesetzlichen Anforderungen des jeweiligen Marktes und der EU User Consent Policy von Google eingeholt wird. Solltet ihr anfängliche Hilfe bei der Einrichtung eines Consent Banners benötigen, könnt ihr zum Beispiel mit einer von Google zertifizierten CMP wie Consent Manager zusammenarbeiten. Als nächstes solltet ihr dann den sogenannten Consent Mode implementieren, um den Consent des jeweiligen Nutzers an Google zu übermitteln. Wichtig hier zu beachten ist, dass Google Consent Mode V2 implementiert ist, um weiterhin Remarketing nutzen zu können. Consent Mode ist sowohl im Web als auch in der App erforderlich. Der dritte Schritt, falls noch nicht geschehen, ist zu GA4 zu wechseln. Also ich glaube, die letzte Deadline ist diesen Monat tatsächlich. Also wenn ihr noch Universal Analytics benutzt, solltet ihr spätestens bis Ende dieses Monats zu GA4 migrieren. Und als letzten Punkt, vielleicht nicht für alle relevant, aber vielleicht für ein paar, sollten diejenigen, die APIs verwenden, um Offline-Daten mit Google zu teilen, den Code aktualisieren, um den Consent an Google zu übermitteln, um zu verhindern, dass sich Offline-Zielgruppen wie Customer Match verschlechtern. Kunden, die Offline-Daten manuell hochladen, müssen eine Einverständniserklärung in der Benutzeroberfläche des Produktes, zum Beispiel Google Ads, ausfüllen, aus der hervorgeht, dass es sich bei den importierten Daten um Daten handelt, denen zugestimmt wurde. Oder, falls ihr mit einem Partner zusammenarbeitet, um diese Listen Google zu schicken, müsstet ihr euren Partner darüber informieren. Auf der nächsten Folie gehen wir jetzt nochmal ein bisschen genauer auf die CMPs bzw. auf Consent Manager und die Vorteile ein. Wie ich bereits erwähnt habe, empfehle ich euch dringend, eine CMP wie Consent Manager bei der Implementierung oder Aktualisierung eures Consent Banners zur Einholung des Consents zu verwenden und euch bei der Installation von Google Consent Mode zu unterstützen. Mehr dazu kommt ja auch nachher noch von Jan, wie das genau funktioniert. Also wir haben ein Partnerschaftsprogramm mit einer Reihe von CMPs, einschließlich Consent Manager, ins Leben gerufen, deren Consent Mode-Integrationen von unseren Teams geprüft worden sind. Die Verwendung einer CMP wie Consent Manager zur Implementierung des Google Consent Mode bietet auch mehrere Vorteile. Zum einen zum Beispiel ermöglicht es eine schnelle Implementierung. Die Installation erfordert keine oder nur wenig technische Kenntnisse und sie kann auch nur wenige Minuten dauern, statt vielleicht mehrerer Stunden, wenn man es selber durchführen würde. Außerdem handelt es sich um sehr zuverlässige Integrationen. Wie ich bereits erwähnt habe, haben wir diese Integrationen von unseren technischen Teams prüfen lassen und wir wissen, dass sie funktionieren. Es kann natürlich immer zu unvorhergesehenen Ereignissen kommen, aber wenn dies der Fall sein sollte, werden wir alles tun, um diese so schnell wie möglich in Zusammenarbeit mit der CMP zu beheben. Jetzt kommen wir nochmal genauer zu sprechen auf den Google Consent Mode auf unserer nächsten Folie. Dieser steht im Mittelpunkt, um unsere European Union User Consent Policy zu erfüllen. Der Consent Mode ermöglicht es euch, Google den Consent-Status eurer Nutzer bezüglich Cookies oder App-IDs mitzuteilen. All dies geschieht auf der Grundlage der Auswahl, die der Nutzer in eurem Consent-Banner getroffen hat. Die Google-Tags auf eurer Webseite passen dann ihr Verhalten an und respektieren die Auswahl, der Nutzer.
Anschließend wird dann unsere Modellierung aktiviert und ihr solltet die Integration der modellierten Conversions in euren Conversion-Berichten sehen. Wir schätzen, dass im Durchschnitt 65% der Conversions wiederhergestellt bzw. modelliert werden können. Jetzt kommen wir nochmal zu den technischen Details. Was genau heißt eigentlich Consent Mode und Consent Mode V2? Kürzlich haben wir den Consent Mode aktualisiert. Bislang hatten wir die erste Version des Consent Mode und arbeiten nun mit der zweiten Version dieses Produktes, besser bekannt als Consent Mode V2, V2, wie auch immer man es sagen will. Beides richtig. Klingt erstmal nach einer großen Änderung, aber in Wirklichkeit haben wir der ursprünglichen Version des Consent Mode lediglich zwei Parameter hinzugefügt. Die ursprünglichen Parameter waren Analytics und Ad Storage. Der erste bezieht sich auf die Kontrolle von Cookies im Zusammenhang mit Analysefunktionen, während der zweite sich auf Cookies im Zusammenhang mit Werbung bezieht. Die beiden neuen Parameter fügen eine zusätzliche Kontrolle hinzu. Zunächst einmal über Ad-User-Data, der steuert, ob Nutzerdaten für Werbezwecke an Google gesendet werden dürfen, und Ad-Personalization, welcher wiederum die personalisierte Werbung steuert. Und das war es auch tatsächlich schon mit meinem kleinen Überblick, Jan. Ich gebe zurück an dich, wie man Consent Mode mit Consent Manager implementiert. Dankeschön. Ja, wunderbar. Dann versuche ich jetzt mal, nämlich mal meinen Browser zu teilen. Also Fenster wechseln, meine Freigabe. Einmal. Ja, sieht gut aus. Wir können es sehen, Sehr ja. gut. Okay, genau. So, jetzt nehme ich zum technischen oder zum implementatorischen. Ist das ein Wort? Egal. Wie man das Ganze einbaut und einsetzt mit Console Manager. In meinem Browser seht ihr jetzt so einen, ja, unseren kleinen Demo-Account sozusagen. Ich bin im Console Manager, ich bin in die CMP-Einstellung gegangen. Was muss ich machen, um Console Mode zu aktivieren? Das erste ist, bei Integration gibt es ein Häkchen, das ich setzen muss, nämlich Google Console Mode. Bei neuen CMPs ist das schon automatisch mit an, sprich, wenn ich ein neues CMP anlege, ist es schon aktiviert automatisch. Bei bestehenden CMPs muss ich im Zweifelsfall dieses Häkchen noch aktivieren. Habe ich es aktiviert, gibt es hier unten noch ein, zwei, drei Einstellungen, die ich zusätzlich machen kann, nicht machen muss, aber machen kann, ist, ich sag mal, das Feintuning für die Profis. Das Zweite, was ich brauche natürlich ein paar Zwecke in meinem CMP, typischerweise sowas wie Funktion, Marketing etc. Wer das IAB TCF verwendet, der hat dann halt da diese 10 TCF-Zwecke. Letzten Endes völlig egal, wie ihr das aufsetzt. Hauptsache, ihr habt ein paar Zwecke, weil dann, nämlich der nächste Schritt, ihr braucht Anbieter und zwar bei den Anbietern ganz konkret die Anbieter von Google. Sprich, ich klicke da auf Anbieter hinzufügen. Ich suche nach Google. In der Liste gibt es nämlich ein paar tausend Anbieter. Für Google haben wir diverse Anbieter, Google Ads, Google Analytics, GTM, so die typischen Anbieter. Wenn ich den Consent Mode verwenden will, der Consent Mode ist verknüpft bei uns intern mit diesen drei Anbietern, Google Ads, Google Advertising Products und Google Analytics. Sprich, wenn der Nutzer nachher auf der Webseite den Consent Banner sieht und zum Beispiel eben Google Analytics als Anbieter zur Auswahl steht und diesen Anbieter ak akzeptiert, werden wir entsprechend das passende Consent-Mode-Signal an Google senden. Sprich, wenn ich Consent-Mode verwenden muss, muss ich mindestens ein oder zwei, je nachdem, von diesen Anbietern in meinem CMP verwenden. Typischerweise eben Google Ads und Google Analytics oder wenn ich das TCF verwende, dann ist dieser Google Advertising Products der typische Anbieter. Genau, also ich mal die Leiste hier schieben. So. Wenn ich die Anbieter in meiner Liste habe, nicht vergessen, den Anbieter im Zweck zuzuordnen, weil die Nutzer natürlich typischerweise eher Zwecken zustimmen. Also ne, die Oberauswahl ist der Zweck. Wenige Nutzer gehen wirklich in die zweite Ansicht und wählen einzelne Anbieter an oder ab. Insofern immer die Zuordnung zu den Zwecken. Google Ads wäre zum Beispiel Marketing und Google Analytics ist vielleicht Messung als Beispiel. Mehr brauche ich im System nicht zu machen. Ich kriege nachher natürlich meinen Code, den baue ich auf der Webseite ein. Das ist alles wie gehabt. Copy-Paste den automatischen Blockiercode oder bei dem semiautomatischen Blockiercode die entsprechenden Einstellungen vornehmen. Das ist alles, wie ihr es bereits kennt oder wie ihr es bereits in eure Webseite integriert habt. Da ändert sich also nichts. So, jetzt will ich nochmal zurückspringen wieder zu meinen Folien.
Jetzt ist die komische Leiste weg, natürlich. Genau. Freigabe. Bildschirm, der hier. So. Jetzt sollten wir wieder PowerPoint sehen. Genau. Wenn ich das, den Consent Mode umsetzen möchte, gibt es praktisch gesehen zwei Implementierungsmöglichkeiten, die Google anbietet. Das eine ist die Basic-Implementierung, das andere ist die Advanced-Implementierung. Ganz, ganz einfach gesprochen heißt Basic-Implementierung hartes Blockieren und Advanced heißt weiches Blockieren. Hartes Blockieren meint also, ich lade keine Google Tags, bevor der Nutzer nicht zugestimmt hat. Also Nutzer kommen auf die Webseite, sämtliche Google Tags sind geblockt, nichts passiert. Der Nutzer sieht den Consent-Banner erst dann, wenn er auf Akzeptieren drückt, aktiviert Consent Manager die ganzen Google Tags und die fangen dann an zu laden und machen dann ihre Sachen. Bei der Advanced-Implementierung werden die Google Tags im Hintergrund schon geladen. Die machen also schon irgendwas. Sie würden zum Beispiel bei Google Analytics schon mal den Page View zählen als Beispiel, ohne dass der Nutzer die Entscheidung getroffen hat. Also der Consent Layer kann zum Beispiel noch offen sein. Im Hintergrund wird der Page View schon gezählt. Und dann, wenn der Nutzer sich entschieden hat, geht das Signal an Google, um zu signalisieren, so jetzt darfst du mehr machen. Jetzt darfst du nicht nur diese Cookie-less Pings, die der Consent Mode dann sendet, also dieses datenfreundlichen, cookie-losen Informationspaketchen, sondern dann darfst du dann mehr machen. Der Unterschied, wie gesagt, einerseits das Blockieren. Durch das Blockieren der Unterschied natürlich auch, ich sag mal, rechtlich ein gewisser Unterschied. Die Kunden, die zu höherer rechtlicher Sicherheit neigen, denen empfehlen wir die Basic-Implementierung, also hartes Blockieren. Die Kunden, die eher datengetrieben sind und die viele, viele Daten sammeln möchten, müssen, sollen, wie auch immer, die rechtlich das relaxter sehen, freundlich auszudrücken, die können den Advanced-Modus einsetzen. Praktisch heißt es nachher, in beiden Fällen würde Google eine Modellierung machen. Ich würde also in GA4 oder in Google Ads Conversion Modeling sehen. Die Datenqualität ist natürlich eine andere. Wenn ich hart blockiere, sieht Google weniger Daten. Dadurch kann natürlich einfach das Modeling nicht so gut gelingen, sagen wir mal so. Mit der Advanced-Implementierung kriegt Google deutlich mehr Daten, hat mehr Futter, um zu modellieren. Und der andere Unterschied ist, es gibt bei Google zwei Modellierungsvarianten. Es gibt dieses Conversion Modeling und das Behavior Modeling. Für das Behavior Modeling muss die Advanced Implementierung verwendet werden. Behavior Modeling heißt, dass ihr zum Beispiel auch, dass das Verhalten der Nutzer modelliert wird. Nicht nur die Conversion, sondern auch, wie die Nutzer aussehen und wie die sich auf der Webseite verhalten. Der typische Ansatz ist, hartes Blockieren oder Basic-Implementierung für größere Webseiten, Seiten, die es rechtlich sicher haben wollen und Seiten, die bei Google Ads mehr als 700 Klicks pro Woche machen. Diese 700 Klicks sind eine Voraussetzung für das Conversion Modeling, damit es überhaupt erst anfängt. Die Advanced-Implementierung dann eben eher für die kleineren Seiten, die mehr Daten brauchen oder die eher einfach diese 700 Klicks pro Woche nicht erreichen und trotzdem die Conversions alle tracken wollen. Genau. Wie gezeigt, im System einfach das Häkchen setzen. Wer noch im alten Interface arbeitet, da sieht es ein bisschen anders aus. Da geht man dann zu CMPs, andere Einstellungen, da muss man das irgendwie dreimal ausklappen und dann gibt es da noch ein Häkchen dafür. Wer noch im alten Interface arbeitet, die Empfehlung, da unten unter dem Menü gibt es einen gelben Kasten, auf Try Now zu klicken, um ins neue Interface zu gucken. Im neuen Interface sind deutlich mehr Möglichkeiten. Genau. Wenn ich dann das Ganze aufgesetzt habe, muss ich gegebenenfalls je nach Blockiermod und je nach Implementationsvariante ein, zwei Schritte noch machen. Habe ich den automatischen Blockiercode in meiner Webseite. Mit der Basic-Implementierung brauche ich im Grunde nichts machen. Ich packe ganz genau wie immer den Blockiercode in meine Seite. Ich habe die Google-Tags in der Seite. Der Consent Manager blockiert automatisch die Google Tags. Es ist nichts weiter zu tun. Wir senden das Signal an Google, sobald der User auf Akzeptieren gedrückt hat. Möchte ich die Advanced-Implementierung haben, sollte man typischerweise dieses Attribut DataCMP AB gleich 1
in die Google Quotes einfügen, also die Google Quotes, die in der Seite sind. Hier unten ist so ein Beispiel, ne? Also hier oben ist der Content Manager automatische Blockiercode drin. Dann kommt irgendwie ein Google Analytics Code, das ist glaube ich hier. Und in dem Google Analytics Code habe ich einfach ein Data CMP AB1 dieses Attribut hinzugefügt, damit dem Blockierer gesagt wird, ignoriere den mal bitte, blockiere den mal bitte nicht, damit eben der Google Analytics Code schon mal loslegen kann, seinen Advanced Implementierungs-Algorithmus folgen kann und erst später dann die Signale von uns bekommt. Zusätzlich kann man verschiedene Google-Domains noch auf die Ausnahmeliste setzen, einfach um sicherzustellen, dass nicht doch mal irgendwo was durchrutscht mit dem Blockieren. Dann, wenn ich den halbautomatischen Blockiercode habe, sprich der Code, wo ich selber die Blockierung vornehmen muss, auch da wieder in der Basic-Implementierung alles ganz normal anpassen, so wie ihr es von anderen Codes auch kennt, unseren Code in die Seite, die Google-Codes anpassen, die verschiedenen Attribute ändern, damit die Google-Codes nicht automatisch feuern. Alles wie gehabt. Möchte ich die Advanced-Implementierung nehmen, dann würde man typischerweise so ein Codeschnitzelchen noch vor dem ersten Google-Code, also GTM oder Google Analytics oder Google Ads-Code, vor diesem ersten Google-Code noch dieses Codeschnipselchen einfügen. Diesen Codeschnipsel findet ihr auch bei uns in der Hilfe, einfach dann Copy-Paste sozusagen in die Seite reinpacken. Der setzt die Default-Werte, diese vier ja, Consent-Mode-Variablen, die Dennis vorhin vorgestellt hatte, die werden schon mal auf abgelehnt gesetzt. Das ist der typische, ich sag mal, der typische DSGVO-Fall, ne? Erstmal alles abgelehnt, bis der Nutzer sich entschieden hat und einfach damit Google schon mal weiß, aha, da ist der Consent-Mode, da wird der Consent-Mode kommen. Benutze bitte den Default-Status abgelehnt, solange bis der Nutzer sich entschieden hat. Genau, wie gesagt, beim halbautomatischen oder manuellen Blockiercode muss das eben gemacht werden. Beim automatischen Blockiercode, den wir vorher gesehen haben, würden wir dieses Signal schon vorher automatisch selber senden. Jetzt bin ich in die falsche Richtung gerudert. So. Wenn ich ein GTM verwende, würde ich typischerweise die ganzen Einstellungen natürlich in meinem GTM machen. Auch da wieder die Unterscheidung, Basic-Implementierung, bleibt alles wie gehabt. Ihr habt eure Trigger, ihr passt die Trigger an, die typischen Anbieterkennzeichnungen, die da eingefügt werden. Typischerweise heißt die Variable CMP Consent Vendors und dann beinhaltet S26. S26 ist Google Analytics als Beispiel. Ne? Also sprich, ihr geht in eure Anbieterliste, sucht euch die ID raus, packt die in den Trigger rein und sagt GTM, dass er eben Analytics oder Google Ads eben erst feuern soll, wenn es eine Zustimmung gibt. Möchte ich die Advanced Implementierung verwenden, werden die Trigger ebenfalls angepasst, aber in dem Fall auf eine andere Variable, die heißt User Choice Type. Da kommt dann so eine Bedingung rein: User Choice Type, Regex, User Action Loaded Automatic. Was es genau bedeutet, sei mal dahingestellt, ist technische, wie halt unser System funktioniert. Ich füge das da ein. Damit kriegt GTM das Signal, sobald wir eine Information an den Consent Mode gesendet haben, damit diese Tags feuern können. Und es würde sozusagen sofort feuern, sobald das CMP geladen ist. Habe ich Events, die, ich sag mal, komplizierter sind, sowas wie ein Add-to-Basket, Bestellgeschichten, alles, was mit E-Commerce ist, sind typischerweise Events, die nicht sofort mit dem Page-View feuern. In den Fällen würde man typischerweise Triggergruppen einrichten, also dieses User Choice Type Event zusammen kombiniert mit zum Beispiel Add to Basket oder mit dem Purchase Event etc. Die Triggergruppe sorgt dann dafür, dass dann, egal in welcher Reihenfolge die Events auftreten, dass trotzdem der Tag feuert. Genau. Dann, um das Ganze zu testen, ganz einfach, geht auf eure Webseite, wenn ihr einen Windows-Computer oder Windows-Browser habt, die F12-Taste drücken. Bei Mac gibt es da auch irgendeine Kombination. Ich bin kein Mac-Nutzer, aber da gibt es auch irgendeine Kombination. Da kann man die Browserkonsole öffnen. Und in der Browserkonsole kann man dann einfach eingeben, Data Layer, Data kleingeschrieben, großes L beim Layer und dann einfach Enter drücken. Dann sieht man die ganzen Sachen, die eben in die Data Layer reingeschrieben wurden. Typischerweise würde man mindestens zwei Einträge finden, nämlich einen Eintrag, der da heißt Consent mit Default,
Da sollte Denied bei den ganzen Werten drin stehen. Und dann, sobald ich auf Akzeptieren drücke, wird die Liste länger. Also im Zweifelsfall muss man dann einfach nochmal Data Layer in die Konsole eintippen, um die längere Liste zu sehen. Und da würde man dann ein Consent-Update-Event da drin sehen. Und dann sollte da ein Granted drin stehen, also akzeptiert sozusagen für die vier verschiedenen Werte. In dem Objekt stecken noch mehr Daten drin, oder wie ihr seht, hier noch viel mehr Data Layer-Ereignisse, die sozusagen von anderen Sachen noch gefeuert werden. Wichtig ist, wie gesagt, dieses Consent Default, Consent Update, damit der Consent Mode die richtigen Werte kriegt. Dann einfach ganz kurz noch zu den Apps. Wer eine App hat, bitte sehr dringend der Hinweis, in der Hilfe zu gucken. Die Apps sind sehr, sehr spezifisch. Da ist es leider nicht so, von wegen Copy-Paste einen Code in die App einbauen. Bei der Basic-Implementierung ändert sich nichts, wie immer. Wer die Advanced-Implementierung verwenden möchte, sollte aber, also je nachdem, ob ihr iOS habt oder ob ihr Android habt oder Unity, Flutter, React Native, die verschiedenen Sachen, gibt es da sehr, sehr individuelle Wege, wie man da rangehen muss oder kann oder soll. Insofern die Empfehlung help.consentmanager.net. Da gibt es die ganzen Begrifflichkeiten. Genauso dazu noch der Hinweis: einige CMS-Systeme, Shop-Systeme haben auch so ihre Eigenheiten. Auch da ist die Empfehlung, in der Hilfe zu schauen. Als Beispiel: Shopify sendet von sich aus Consent-Mode-Signale, die stimmen aber nicht unbedingt mit dem überein, was ihr bei euch im System bei Consent Manager hinterlegt habt. Da gibt es dann auch so ein paar Schritte, die man machen kann, um wiederum Shopify beizubringen, die Signale zu senden, die der Banner senden oder die der Consent-Banner haben möchte. Insofern in jedem Fall immer die Hilfe zur Frage, zur Rate zu ziehen oder sich an den Support zu wenden. Support erreicht ihr bei uns bei support@consentmanager.net. Und da helfen wir euch dann auch gerne weiter. Genau, so viel zur Implementierung. Dann würde ich sagen, dann gehen wir einfach noch eine kleine Fragen- und Antworten-Runde. Ich gucke gerade auch, wir sind auch gut in der Zeit. Sehr schön. Genau, Dennis, du bist noch bei mir? Ja, Ja, sehr gerne. schön. Ich bin da, ja. Genau, wir haben im Vorfeld schon ein paar typische Fragen. Wir hatten ja schon mal ein Webinar in der Vergangenheit und so, was wir so aus dem, ich sag mal, aus unserem Support an typischen Fragen so sehen, haben wir mal zusammengetragen. Wir würden die jetzt einfach mal durchgehen. Die haben jetzt keine große Sortierung oder so, sondern genau. So, Dennis, erstens, sollte ich den Consent-Mode auch dann verwenden, wenn ich nur YouTube Embeds oder Google App Maps oder also sprich nicht Google Analytics, kein Google GTM, kein Google Ads oder so auf der Seite verwenden, brauche ich dann trotzdem den Consent-Mode? Also genau, also Consent Banner und Consent Mode ist ja immer noch mal was Unterschiedliches, gell? Und zu Google Consent Mode, also nein, Google Consent Mode ist nur dann erforderlich, wenn Google Ads, Google Analytics, DV360, also Display Video 360, SA 360, Search Ads 360 oder CM 360, Campaign Manager 360 verwendet werden oder wenn man Publisher ist und Google Ad Manager benutzt, dann muss der Consent Mode sozusagen benutzt werden, in der European Union sozusagen. Und für YouTube Embeds oder Google Maps auf der Webseite ist es nicht erforderlich. Also wenn man nur diese Services benutzt, dann braucht man diesen Google Consent Mode nicht. Genau, und also ich nehme an, also und andere Google-Services, also sowas wie Recapture etc., also sprich, du hast jetzt die ganzen Analytics und Werbedienste aufgezählt, sprich alles, was nicht dazu gehört, also YouTube Genau, und genau. Maps waren jetzt die Beispiele, aber Recapture Ja. würde es genauso betreffen, braucht auch den Consent-Mode etc. Genau. Okay, nächste Frage. Mein Unternehmen sitzt in Großbritannien, der Schweiz, China oder der USA, also nicht in Europa oder das, was die EU ausmacht. Muss ich dann den Consent Mode trotzdem verwenden? Oder wie sieht es da aus? Also, gute Frage. Also, wenn die Webseite Nutzer im europäischen Wirtschaftsraum oder Großbritannien oder der Schweiz bedient bzw. adressiert, empfehlen wir dringend, Google Consent Mode zu verwenden. Auch wenn das Unternehmen vielleicht nicht in einem dieser Länder ansässig ist, empfehlen wir dennoch die Verwendung von Google Consent Mode, wenn man in den vorher genannten Ländern Werbung schaltet oder zum Beispiel Nutzer dieses Landes adressiert und viele Website-Nutzer aus diesen Ländern hat. Dann wiederum würden wir empfehlen, Google Consent Mode definitiv zu verwenden. Ja. Ja, also es geht quasi darum, wo ist der Nutzer, und es geht nicht darum, wo sitzt der Webseitenbetreiber oder die Webseite. Genau, okay.
Nächste Frage. In meinem Land nutzen wir ein Opt-out-Modell. Also das wäre zum Beispiel in der Schweiz ist es typisch oder in den USA ist es auch eher ein Opt-out typisch, sprich der Nutzer kommt auf die Seite, alles ist schon an. Kann oder muss ich trotzdem den Consent-Mode verwenden oder wie verhält sich das da? Genau, also bezüglich des Consent Modes, also ja, man kann den Google Consent Mode auch dann verwenden, wenn man in einem Land ein Opt-out-Modell für die Einwilligung nutzt. Obwohl Google Consent Mode in erster Linie für Opt-in-Szenarien entwickelt wurde, kann es für Opt-out-Modelle tatsächlich auch angepasst werden. Bezüglich des Designs des Consent-Banners, das ist wahrscheinlich so die Folgefrage, wie wir dazu stehen. Dazu kann ich natürlich leider keine rechtliche Beratung geben. Dies hängt natürlich immer von den Gesetzen des jeweiligen Landes ab. Gell? Wir haben jedoch eine Checkliste veröffentlicht, was in einem Cookie-Banner enthalten sein muss, um unserer European Union User Consent Policy zu entsprechen. Ich empfehle daher am meisten, sich die mal anzuschauen. Die Ressource findet man, wenn man in Google oder einer anderen Suchmaschine Google European Union User Consent Policy Checklist eingibt. Das sollte hoffentlich eines der ersten Ergebnisse sein. Und da hoffentlich geben wir ein bisschen mehr Hilfestellung, was wir von einem Consent Banner erwarten. Habe ich doch gerade mal direkt mal eingegeben. Sehr gut. Ja, Checklist, sehr gut. Ich kann es auch ins Gefunden. Feuer mit aufnehmen oder so zum Beispiel. Ja, genau, wenn es geht. Sehr gut. Ja, dazu vielleicht genau für unsere Kunden die typischen, oder was heißt typischen, die Anforderungen, die an Design und Inhalt sozusagen, also das Wording und bestimmte Informationen, die darin vorkommen müssen, sind bei uns natürlich alle schon vorgefertigt, sprich, wenn ihr das Default-Design oder eins der Default-Designs verwendet beim Consent Manager, sind die Einstellungen oder die grafischen Einstellungen und die textlichen Einstellungen alle schon so, dass sie dieser EU-UCP, also dieser Policy entsprechen. Wir müssen natürlich schauen, wenn ihr selber das Design oder die Texte anpasst, dass es dann weiterhin dieser Policy entspricht. Aber genau, wenn ihr die Defaults verwendet von uns, dann macht ihr erstmal da nichts falsch. Genau. Dann eine typische Frage, ja, wie kann ich prüfen, ob der Consent Mode richtig installiert ist? Das Technische haben wir jetzt gerade schon gesehen. Sehe ich dann irgendwo auch in Google Analytics oder in Google Ads oder so? Kann ich da irgendwo was sehen? Genau, also eine Möglichkeit hast du ja schon direkt live gezeigt in der Developer-Konsole. Ich habe Wissen von zwei Möglichkeiten, wie man es auch noch nachprüfen kann, auch direkt in Google Ads. Also dort gibt es eine von zwei Anzeigen im Conversion-Diagnose-Tab in Google Ads. Wenn Consent Mode aktiv ist, sieht man da ein grünes Häkchen. Und eine andere Möglichkeit besteht darin, die Implementierung des Consent Mode mit dem Google Tag Assistant zu überprüfen. Dort kann man direkt kontrollieren, ob die richtigen Parameter gesetzt werden, also genau das, was du auch sozusagen schon gezeigt hast. Und weitere Informationen, eine Anleitung dazu findet man auch in unserem Hilfecenter. Wenn man Google Tag Assistant Consent Mode eingibt, dann kommt da auch nochmal eine Anleitung, wie man das sozusagen überprüfen kann von unserer Seite aus. Aber Jan, deine Beschreibung war auch schon perfekt. Genau. Ansonsten natürlich die einfachste Variante, sehe ich in Analytics weniger Daten, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Oder weniger Conversions in Google Ads. Genau, dann Andersrum, so. gell? Vielleicht sieht man ja auch zu viel für seine eigenen Ansprüche. Könnte Wenn ja man auch zu sein. viel sieht. Ja, stimmt. Ja, so rum, genau, wenn das Blockieren nicht richtig hinhaut. Genau. Genau. Okay. Was haben wir noch? Ist der Google Consent Mode auch bei der Verwendung von der Advanced Implementierung noch DSGVO-konform? Also Genau, rechtliche das heißt, immer, was Frage. du auch Ja. angesprochen hattest, auf diese zwei Slides, wo du Basic und Advanced verglichen hattest. Also, was ich dazu sagen kann, ist, dass Google den Consent Mode speziell entwickelt hat, um seinen Kunden bei der Navigation in der Consent-Landschaft zu unterstützen. Google hätte dieses Produkt nicht auf den Markt gebracht und offen kommerzialisiert, wenn es nicht der Meinung wäre, dass es Kunden helfen kann, die geltenden Gesetze einzuhalten. Leider kann ich keine Rechtsberatung geben und jeder Kunde ist letztlich selbst dafür verantwortlich, die DSGVO und die E-Privacy-Richtlinie einzuhalten und muss die Einhaltung dieser Gesetze unabhängig beurteilen, auch in Bezug auf unseren angebotenen Consent Mode. Daher empfehlen wir, sich an den eigenen Datenschutzbeauftragten und oder an Rechtsanwalt zu wenden, um eine fundierte Entscheidung, zu treffen. Genau, das ist unser Standpunkt dazu. Genau. Ja, ich hatte auch schon angesprochen, wer sicher gehen will, der nimmt den Basic-Modus. Alle, die sich nicht sicher sind, genau, da gibt es einen DPO oder einen Anwalt, die dann mehr Auskunft geben können. Was wir von uns, wir haben es natürlich auch als Consent Manager den Consent-Mode ein bisschen auseinandergenommen und geguckt, was da so wirklich passiert. Es ist in der Tat, wenn
keine Cookies gesetzt, solange ich eben nicht zustimme. Was natürlich passiert, es gehen weiterhin Daten an Google, sprich, es gibt diese Cookie-less Pings. Die IP-Adresse, bestimmte Informationen werden gesendet. Das kann unter Umständen natürlich schon ein rechtliches Thema sein. Die Behörden, muss man dazu sagen, wir sehen auch in den verschiedenen Ländern und teilweise in den verschiedenen Bundesländern, dass die Behörden, sagen wir mal, abweichende Meinungen haben. Die eine sagt A, der andere sagt B. Insofern kann es durchaus sein, dass der Advanced Mode in einem Land völlig in Ordnung ist und das im nächsten Land sieht die Behörde das viel, viel strikter und da ist es vielleicht eher nicht in Ordnung. Deswegen, genau, die Empfehlung ist immer, fragt eure Anwälte oder fragt eure DPOs. Genau. So, was haben wir noch? Was passiert, wenn ich den Consent-Mode nicht benutze, aber weiterhin Google Analytics oder Google Ads auf der Webseite habe? Und wann wird es wirklich, also was und wann, ne, also der Zeitpunkt, wann wird es denn wirklich nötig, den einzusetzen? Absolut gute, berechtigte Frage. Also ich sage jetzt die Dinge, die jetzt bekannt sind sozusagen. Ja? Und die eine Seite, die ist sozusagen schon in Effekt, also in Übereinstimmung mit unserer European Union User Consent Policy, hat Google eine Frist bis März 2024 gesetzt, also ist schon vorbei. Das war für die Implementierung von Consent Mode V2, um weiterhin personalisierte und Remarketing-Anzeigen für Nutzer in Großbritannien und im europäischen Wirtschaftsraum zu verwenden. Nach Ablauf dieser Frist, also wo wir bereits sind, wenn Google Consent Mode V2 nicht implementiert ist, ist die Fähigkeit, diese Arten von Anzeigen zu schalten, bereits sehr stark eingeschränkt. Also das ist das Erste. Und das Zweite, wir haben ja schon das Conversion Modeling angesprochen, also außerdem verliert man aktuell auch die Vorteile der Conversion Modellierung, damit viele wertvolle Daten, was die Optimierung der Kampagnen einfach erschwert. Und das sind gerade die zwei Punkte, die sozusagen Werbetreibenden am meisten beeinflusst sozusagen. Ja. Ja, du hast es gerade angesprochen, Conversion Modeling, das ist ja so ein bisschen ja, eine kleine Wunderbox sozusagen. Wir kippen da ein paar Daten rein und Google spuckt dann irgendwie Conversions aus. Wie genau, also kannst du da vielleicht einfach noch, wie funktioniert das genau? Speziell gerade der Wunderbar, Basic-Fall, interessanter also Begriff, Jan, auf jeden Fall. Klar, bin ja. ich dabei, kann ich gerne noch ein bisschen mehr Details geben, wie das Modeling funktioniert. Also bei der Conversion-Modellierung werden erfasste Conversions aus den eigenen Daten verwendet, um nicht erfassbare Conversions für das eigene Konto vorherzusagen, ohne einzelne Personen zu identifizieren. Es wird also maschinelles Lernen genutzt, um eine Verbindung zwischen den Anzeigenklicks und den Conversion-Ereignissen herzustellen, wenn Cookies und andere Kennungen nicht verfügbar sind. Geschätzte Conversions werden auch nur dann in den gesamten erfassten Conversions berücksichtigt, wenn es sehr wahrscheinlich ist, dass die Anzeige zu Conversions geführt hat. Durch diese Maßnahme werden zu viele erfasste Conversions auch vermieden. Was die Basic-Variante des Consent Mode angeht, hier werden ja bekannterweise keine Tags gefeuert, wenn kein Consent gegeben ist. Und es wird nicht erfasst, ob eine Conversion stattgefunden hat oder nicht. Ja? Unsere Modellierung bei dieser Implementierung schätzt und modelliert daher die Anzahl der nicht zugestimmten Nutzer unter Verwendung der gesamten Anzahl der Anzeigenklicks und der zugestimmten Nutzer, die beobachtbar sind. Dann wird die Conversion Rate der zugestimmten Nutzer verwendet, um die Conversion Rate der nicht zugestimmten Nutzer zu modellieren. Jedoch wird bei dieser Berechnung auch die Zustimmungstendenz bzw. der sogenannte Consent Bias auf die Conversion Rate berücksichtigt und die Modellierung ist eher konservativ, was die Anzahl der modellierten Conversions angeht. Generell sind die Conversion Rate und Consent Rate aber natürlich auch sehr individuell und von Werbetreibenden zu Werbetreibenden sehr unterschiedlich. Aber ich hoffe, das gibt so ein bisschen einen Einblick in, wie das Conversion Modeling funktioniert. Genau. Vielleicht einfach noch ein paar, was sind so ein paar Worte? Consent Bias meint Nutzer, Genau, die Consent Bias kann ich schon mal zustimmen, beschreiben. sind Genau. eher bereit zu kaufen, einfach Ganz gesprochen, ne? genau. Genau, das haben mehrere Studien belegt in dem Sinne und das wird sozusagen auch mit einfließen gelassen, dass der Conversion Rate, die für zugestimmte Nutzer gegolten hat, dass die nicht automatisch auch für unconsented, also nicht zugestimmte Nutzer, geltend gemacht wird sozusagen und dann einfach addiert wird. Also da wird dann auch nochmal konservativ modelliert und das auch angepasst. Ja. Ja. Diese 56, nee, 65%, die sozusagen wiederhergestellt werden können, das ist so der Schnitt über alles. Sprich, wenn ich jetzt ganz, ganz einfach rechne, ich habe eine Webseite, ich habe da 100 Besucher drauf, 50 stimmen zu, 50 lehnen ab. Von diesen 50, die ablehnen, würde ich Die 5. theoretisch
65%, was ist es, 20 Nutzer ungefähr, nee, ein bisschen mehr als 25 Nutzer, würde ich theoretisch die Aktivitäten von diesen Nutzern trotzdem in Analytics oder in Google Ads sehen, obwohl die Nutzer blockiert waren oder obwohl sie Also zugesperrt sind ja sind. modellierte Daten, gell? Es sind ja in dem Sinne nicht diese Nutzer oder so, es sind ja modellierte Daten, geschätzte Daten, sozusagen auf Basis unserer Modellierung. Aber ganz genau, also diese 50%, die 50 Nutzer, 65% von denen im Durchschnitt, aber ja, du weißt auch, wie unterschiedlich das von Geht hoch und geht runter, ja. Webseite zu Webseite ist, von Content Banner Design zu Content Banner Design. Also da gibt es auch erhebliche Unterschiede. Gell? Ja. Okay, wunderbar. Dann, wir sind auch sehr gut in der Zeit, dann Zeit für einen würde ich Kaffee. Super. Zeit für einen Kaffee, genau, dann haben wir alle noch ein bisschen Zeit. Ich danke für die Teilnahme, war sehr interessant. Wie Danke dir, gesagt, hat Spaß. wir verteilen im Nachgang die Folie nochmal, das Video packen wir auf unsere Webseite. Ansonsten gerne, wie gesagt, einerseits unsere Hilfe benutzen, andererseits unseren Support kontaktieren. Wie gesagt, vielen Dank an Dennis und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Dankeschön.